Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time mit mir. Heute möchte ich euch die Ferrybox zeigen und wenn dich das interessiert, dann wie immer schnapp den Kaffee, den Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Bitte nicht nach meiner Haarfarbe. Ich bin da gerade in einer Experimentierphase mit meiner Friseurin und es funktioniert alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Also da gar nicht drauf eingehen. Aber worauf ich als allererstes eingehen möchte. Ihr wisst, ich lösche normalerweise keine Abonnenten, aber in letzter Zeit ist mir wieder aufgefallen, dass keine Kritik, sondern richtige Beleidigung zu meinem Kanal, zu Produkten, zu Firmen, zu Marken, zu Abonnenten einfach wieder vermehrt auftritt. Das Lustige ist ja, ich kriege ja für jeden Kommentar Geld. Deswegen herzlichen Dank. Aber wenn das dann zu sehr mich belastet oder auch dann an gegen Abonnenten geht, dann lösche ich natürlich auch die Kommentare oder blockiere auch diese Leute. Herzlichen Gruß an die liebe Petra S., die zum zweiten Mal schon wieder blockiert wurde. Also ich akzeptiere sowas nicht, ich toleriere sowas nicht. Schreibt mir da gerne eure Meinung. Lasst uns da ein bisschen kommunizieren. Ich bin schon der Meinung, man kann Kritik äußern, wenn man sagt, du, ich bin jetzt mit deinem Video nicht einverstanden oder ich sehe das vielleicht anders wie du. Alles gut, aber wenn es dann zu persönlich wird, dann bin ich ein bisschen unentspannt und dann werden diese Kanäle gelöscht. Ich werde, also wie gesagt, ich weiß, dass die liebe Petra S. das sieht. Die hat sich das letzte Mal schon beschwert, dass ich sie gelöscht habe. Also herzliche Grüße an dich, du wirst auch weiterhin gelöscht. So, das wollte ich am Anfang noch loswerden, weil das nervt mich. Das nervt mich ohne Ende, das klappt ja gar nicht, aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. Was ist wieder da? Die Ferrybox. Und ich hatte tatsächlich schon Angst, sie kommt nicht mehr. Aber sie ist wieder da. Ich möchte dir ja oder euch heute gerne vorstellen, was es ist, was da drin ist. Und ich bin schon sehr gespannt. Für alle, die hier auf meinem Kanal natürlich neu sind und die Ferrybox noch nicht kennen, wir haben hier eine Naturkosmetikbox ohne Tierversuche. Du kannst ab 19,90 Euro kannst du die Box erwerben. Leider ist die Einmalbox und die Geschenkbox derzeit ausverkauft. Aber wie gesagt, so ein Abo ist echt schön und wir haben ja, wie gesagt, Naturkosmetikprodukte. Wir haben einen Flyer, wo immer drauf steht, was enthalten ist. Wir haben eigentlich immer ein Goodie. Und ich bin schon richtig gespannt, was diesen Monat drin ist. Wie gesagt, ich habe noch kein Unboxing gesehen. Diese Boxen werden gepackt mit, oder durch Menschen mit Beeinträchtigung. Mein Gott, da hake ich jeden Monat. Und wir haben diese schönen Maischips drin, die du im Biokompost entsorgen kannst. Die tue ich jetzt erstmal raus und schauen wir mal in die Box hinein. Viele, die wollen den ersten Blick sehen. Das ist dieser. Und ich würde sagen, ich fische jetzt erstmal das große Teil heraus. Wie gesagt, was ich an dieser Ferrybox so schön finde, das sind Produkte, die du wirklich im Alltag, sage ich jetzt mal, gebrauchen kannst. Da sind jetzt keine so fancy Produkte drin, wo du jetzt sagst, ja, das ist zwar schön, aber das kann ich mir einfach gar nicht leisten, nachzukaufen. Und du kannst halt einfach mal Dinge testen oder Produkte oder Marken testen, wenn du dich im Bereich Naturkosmetik ein bisschen austoben oder ausprobieren möchtest, weil tatsächlich ist es wirklich so, das habe ich euch letzten Monat auch schon gesagt, man steht oft im Laden, gestern zum Beispiel war ich im Rossmann, ich war total überfordert, es war voll ohne Ende, du kommst teilweise gar nicht richtig an die Regale ran und kannst eigentlich gar nicht in Ruhe aussuchen, gucken und schauen, das stört mich so ein bisschen, ich bin eher ein Online-Shopper und durch diese Ferrybox kannst du einfach mal dich so ein bisschen rantasten und sagen, ach, das Produkt hat mir jetzt unheimlich gut gefallen, jetzt schaue ich mal, wo ich das kaufen kann, ob ich dann in den Laden gehe oder ob ich es online kaufe. Das ist ja jedem selber überlassen. Aber jetzt schauen wir mal auf Produkt Nummer 1. Von der Firma Teekampagne hatten wir tatsächlich schon mal ein Produkt. Ich meine, wir hatten einen Schwarztee und hier haben wir einen grünen Darjeeling. Dann schauen wir mal, was dieser wunderbare Flyer uns hier mitteilen möchte. Und zwar, das ist sogar das Goodie, okay. Teekampagne Tindaria Gartentee, grüner Darjeeling. Teekampagne seit 1985, dass Tee fair und nachhaltig gehandelt werden kann. So haben wir mehr davon. Die Teeproduzenten, die Natur und du. Der Gartentee stammt ausschließlich aus dem Teegarten von Tindaria, okay.
Fairtrade, Bio, Vegan, 8,50 Euro. Und wir haben hier 250 Gramm. Da kommst du unheimlich lange aus. Wir trinken sehr gerne Tee. Vielleicht eher im Winter, aber ich mag das total gern. Also das, da freue ich mich echt. Und wenn das das Goodie ist, also da bin ich schon gespannt, was dann diesen Monat noch in der Box ist. Aber ich finde Tees, also so lose Tees mag ich sowieso sehr gern. Ich kaufe natürlich auch so Beutel. Aber ganz ehrlich, ich bin eher so ein Typ, dass habe ich irgendwie das Gefühl, ich unterstütze jemanden oder ich trinke halt was Gescheites. Das klingt ja so ein bisschen komisch, aber so ist es nun mal. Und dann habe ich jetzt gleich als nächstes, okay, ein dekoratives Produkt. Okay. Ach, übrigens zu dem Tee steht noch, man kann da was verschenken. Okay. Da steht im Flyer noch was drin, aber vielleicht schreibe ich das euch unten nochmal, mal gucken. Also wir haben ein dekoratives Produkt und zwar Benikos Compact Blush Sassy Salmon Originalgröße 5,5 Gramm. Okay, 3,99 €. Eine sehr schöne Farbe. Tatsächlich habe ich von Essie so einen ähnlichen. Packaging ist auch ähnlich. Werden wir vielleicht mal in einem Video gemeinsam testen, finde ich auf jeden Fall im Farbton sehr schön. Packaging fühlt sich zwar Plastik an, aber hochwertig. Das ist nicht so dünn, das ist schon, fühlt sich kompakter an. Ich finde es sehr süß gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. 3,99 € finde ich auch völlig in Ordnung. Kann man sich, wenn man das möchte, dann auch nachkaufen. Wenn das jetzt zum Beispiel 39 kostet hätte, dann wäre es schon wieder, wo ich sage, das geht schon wieder in Richtung High-End. Das muss man sich dann doch schon eher überlegen. Das nächste sieht aus wie ein Deo. Ist aber Bioturm Intimsalbe. Okay, Originalgröße wäre 30 ml. Wir haben hier auch 30 ml, also eine Originalgröße. Deine tägliche Intimpflege ist da. Die Salbe mit Cranberry unterstützt auf natürliche Weise die Schutzfunktion der weiblichen Intimflora. Okay, okay. Dort ist enthalten Cranberry. Okay. Gerade vorbeugend bei und während Blasenentzündung. Okay. Cranberry färbt die Salbe dezent rosa und lässt sie richtig beerig duften. Okay, also ich muss jetzt so untenrum nicht wie so eine Frucht duften. Aber okay. Bei Bedarf mehrmals täglich im äußeren Intimbereich dünn auftragen. 8,95 Euro. Auch perfekt nach der Intimrasur. Okay, das finde ich natürlich wieder spannend. Ich muss gestehen, ich nutze sowas überhaupt nicht. Aber 30 ml, das kann man mal ausprobieren, gerade so nach der Rasur. Ich benutze momentan von YouLike dieses Enthaarungslaser-Dingens IPL. Und da würde ich das tatsächlich mal probieren, ob das dann vielleicht angenehmer hinterher ist von der Haut her. Dass das ein Originalprodukt ist, finde ich schon krass, gell? Also es ist ja nicht wirklich groß, allerdings glaube ich, braucht man da nicht viel. Aber ich muss sagen, ich benutze solche Produkte eher nicht. Deswegen kann ich da auch nicht sagen, was so die gängigen Größen dazu sind. Machen wir einfach weiter. Und wir kommen zu einem Typ hier. Und da schätze ich mal, haben wir wieder ein Deo. Und zwar Lippenbalsam, rote Beeren. Ich täusche mich heute anhand der Verpackung. Und zwar ist es eine Originalgröße 15 ml. Kommt in einem Glastiegel, was ich sehr schön finde. Kommt aus Frankreich mit Rizinus, Sonnenblumenöl, okay, Shea-Butter. 8,99 € vegan. Da schnüffeln wir mal dran. Riecht schon bärig. Ja, aber Es hat schon einen bärigen Geruch, aber nicht zu streng. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sehr pflegend auf den Lippen ist, sehr angenehm auf den Lippen ist. Und dass es in einem Glastiegel ist, finde ich persönlich auch schön. Ihr wisst, ich mag so Glastiegel, finde ich das gut. Das sehe ich schon immer anhand, wenn wir zum Beispiel Getränke kaufen, schaue ich, dass das auch keine Plastikflaschen sind, sondern Glas. Ich habe da irgendwie so ein Spleen, sagen wir es mal so. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung. Okay, ein Gutschein von diesen Intimgeschichten, da könnt ihr ja mal schauen, ob ihr euch das vielleicht aufschreiben wollt, vermerken wollt, wie auch immer. 100% Naturkosmetik ist dieses Bioturm. Finde ich immer nicht schlecht, wenn da so auch ein bisschen Werbung dabei ist. Und dann, okay, mit diesem Tee kannst du, wie gesagt, einen lieben Menschen eine Freude machen. Okay, wie funktioniert das? Okay. Okay, das werde ich vielleicht mal nutzen. Schauen wir mal. Dann haben wir was von Olution wieder. Und zwar eine Bodylotion. Originalgröße 50 ml. Okay.
Diese regenerative Körperpflege aus Frankreich hilft sogar bei Dehnungsstreifen, Zellulitis und Narben. Okay, süßer Duft nach Mandeln, vegan, 24 Euro. Okay, Olution, wie gesagt, keine günstige Marke. Gibt's, haben wir da nicht immer den Eyeliner davon, den ich richtig feiere, der richtig gut ist, der richtig schwarz pigmentiert ist. So Dehnungsstreifen-Cremes finde ich jetzt persönlich auch nicht schlecht. Habe ich zwar jetzt nicht so, aber ich merke tatsächlich bei mir momentan eine altersbedingte Veränderungen in allen Bereichen, was mir überhaupt nicht gefällt. Deswegen muss ich jetzt tatsächlich auch mit Bodylotions weitermachen und schmieren, cremen und machen. Deswegen werden wir die auf jeden Fall mal probieren. Und dann haben wir das letzte Produkt, was sehr minimalistisch ausschaut, wo ich gedacht habe, dass das vielleicht das Goodie ist. Aber wir haben hier ein Retinol Serum, Originalgröße 2 ml, vegan, 2,99 Euro. Ich denke, das ist eine Ampulle. Das machen wir jetzt gleich mal auf. Retinol mag meine Haut sehr gern. Okay. Okay. Da hast du so ein Öffnungsdingens und eine Ampulle. Das wirst du wahrscheinlich mehrmals verwenden können. Die Firma heißt Divana oder Divana. Hatten wir auch schon mal, meine ich, in irgendeiner Box. Retinol und Hyaluron sind eins meiner Produkte, die ich tatsächlich fast täglich verwende, brauche und die mir einfach ein gutes Gefühl geben. Und im Endeffekt sind es Anti-Aging-Produkte für Feuchtigkeit, stimulieren Kollagenproduktion. Okay, beruhigende Antifalten, machende Eigenschaften. Gut. Booster-Effekt für empfindliche Haut geeignet. Das werden wir probieren. Ich liebe sowas. Ich bin aber von Ampullen tatsächlich ein bisschen weggekommen. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Aber nachdem das nur eine ist zum Probieren, freue ich mich drauf. Und der Gesamtwert der Box ist 57,42 Euro. Da kann man nicht meckern, wenn ich für die Box 19,90 Euro bezahle und habe dann einen Wert von 57 Euro. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ich zeige euch nochmal eine Zusammenfassung. Die Ampulle, die Retinol-Ampulle. Einmal die Dehnungsstreifen-Lotion, ein Lippenbalsam. Ein wunderbares dekoratives Objekt, Produkt. Eine Intimsalbe. Und wir haben den Tee. Also wirklich schöne Produkte. Ich werde sie alle gerne probieren, austesten, schmieren und muss auch gestehen, was mir auffällt, in letzter Zeit sind in der Fairybox tatsächlich eher weniger Produkte, die mir gefallen. Das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Aber auch hier ist es immer Jammern auf hohem Niveau. Wenn du mehrere Boxen im Abo hast, ist das ja alles gar nicht so schlimm und ich brauche ja immer was für euch zum Verlosen. Apropos Verlosung, es läuft noch eine. Nein, zwei laufen derzeit, machst da gerne mit. Und wie gesagt, schaut einfach mal auf die Webseite von der Fairybox. Sie haben diese Einmalboxen oder Geschenkboxen immer mal wieder zum Erwerben, wenn jemand sagt, ich möchte nicht gleich ein ganzes Abo haben. Aber zum Verschenken finde ich das eine sehr schöne Idee. Auch wie gesagt, wenn jemand gerade so jüngere Generation, der noch gar nicht so weiß, was ist ein Naturkosmetik, möchte ich das ausprobieren, ist das überhaupt was für mich? Oder wenn jemand sagt, Mensch, ich habe einfach Probleme mit der Haut, ich brauche unbedingt was anderes, ich würde einfach mich mal durchtesten durch die Sortimente, da ist das einfach eine ganz tolle Sache. Und wie gesagt, bedanke mich natürlich beim lieben Fairybox-Team, dass ich da wieder dabei bin. Ich weiß, meine Einschaltquoten sind momentan nicht so hoch, aber ich freue mich da immer wieder, dass ich euch die Box zeigen kann. Wie gesagt, das eine oder andere Produkt landet ja auch bei euch. Dann könnt ihr euch auch mal ein bisschen durchtesten. Und hiermit beenden wir das Video. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, wie immer, bleibt mir schön gesund. Eure Heike.